Hallo Schlatt, Grüß dich, mein Lieber. du machst schon sehr, sehr lange Karate. Wie lange machst du schon Karate? Ich habe im November 1979 begonnen. Bedeutet, dass es mittlerweile 37 Jahre bald sind. Und du bist, glaube ich, auch Japanologe, wenn ich richtig informiert bin. Ja, Magst du so ein bisschen was erzählen über ich deine? hatte das große Glück, dass ich meine Leidenschaft fürs Karate und damit auch für Japan in mein Studium umsetzen konnte und die Japanologie studieren konnte. Ja, das war ein sehr glücklicher Zug und sehr glückliche Umstände für mich. Dadurch bist du Buchautor geworden oder einfach durch deine Leidenschaft für Karate? Es war eine Verquickung von verschiedenen Umständen, die mich zu diesem glücklichen Weg eigentlich geführt haben. Es fing an sehr früh mit meiner Karatezeit. Damals war ich 15, habe ich gemerkt, wenn ich Karate intensiv betreiben will und ich wollte es, dann muss ich irgendwann nach Japan gehen. Und um nach Japan zu gehen, muss ich die Sprache lernen. Ich hatte das Glück, dass mein Elternhaus mir das ermöglichte, nach meiner Bundeswehrzeit in Freiburg Japanologie zu studieren. Was ich dort dann auch gemacht habe, bin dann während des Studiums 2 Jahre zum ersten Mal nach Japan gegangen, habe dann täglich Karate und Spracheunterricht, also Teilnehmung, Sprache und Japanisch studiert. Und wie ich dann zurückgekommen bin in Tübingen, habe ich dann abgeschlossen, habe ich also immer zweigleisig fahren können. Das heißt, mein Karate und mein Japanologiestudium nebenbei. Und deswegen bin ich halt in der glücklichen Verfassung, dass ich Karate relativ kann und Japanologie relativ kann. Und beides als Mischung hat mich ein bisschen einzigartig in Deutschland zu der damaligen Zeit gemacht. Mittlerweile gibt es ja mehrere, die das sprechen und auch übersetzen können. Ich ziehe mich immer mehr zurück. Aber damals, wo ich 1990 aus Japan zurückgekommen bin, gab es eigentlich nur drei, die es wirklich vernünftig konnten. Das war die Corinne Zimmermann aus der Schweiz und die Jutta Hollobeck aus Frankfurt. Wir waren so die einzigsten drei, wo immer übersetzt haben. Was war dein erstes Buch? Mein erstes Buch war dann schon wie die Enzyklopädie, die ich heute in der vierten Auflage präsentieren kann, war 1993, kurz, also noch während des Studiums, habe ich einfach mal gesammelt, was es für Ausdrücke gäbe und was die bedeuten, weil Japanisch ist ja, oder das Karate ist eine sehr blumige Sprache. Wenn man hier diesen Seiryuto, das heißt Säbelhandtechnik oder Sto-Schwerthand, Haito-Schwertrückenhand, die Techniken haben alle eine bildliche Darstellung und das geht eigentlich im normalen Training bei vielen Leuten verloren und selbst höhere Karate-Trainer, Meister sind zu mir gekommen und gesagt, Mensch, ich unterrichte das jahrelang, aber ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Oder auch den Namen einer Kata, was dahinter steckt. Und das habe ich einfach als Ziel genommen, das zusammenzufassen und habe daraus mein erstes kleines Buch geschaffen. Das war eine kleine Broschüre, hatte 80 Seiten, hat 10 Mark damals noch gekostet und es war in kürzester Zeit verkauft. Und da habe ich mir dann gedacht, oh, jetzt habe ich immer kleine Brötchen gemacht, habe alles selbst finanziert, ein bisschen Geld ist jetzt da. Jetzt mache ich einfach ein bisschen besseres und habe dann auch Fotos mit reingenommen. Und auch das hat sich gut verkauft. Dann kamen die Anfragen aus dem Ausland, dann habe ich das Buch ins Englische übersetzt. Dann kam wieder eine deutsche Neuauflage, die sich immer erweitert. Das Buch wurde ständig dicker eigentlich. Dann wurde es ins Französische übersetzt, auch großteils mit meiner Arbeit. Ins Spanische habe ich es dann übersetzen lassen. Also das Buch gibt es jetzt in 4 Sprachen mittlerweile. Und momentan, also dieses Jahr, bin ich ganz stolz, dass ich meine 4. Auflage rausgebracht Das habe. ist die hier. Ja, ich nenne es auch die Grimoire des Shotokan-Karate, also das Zauberbuch, ja, mit Zauberbomben, weil es ist zauberhaft schön geworden. Denn diesmal habe ich auch einen Profi-Layouter rangelassen, einen Schulkollege. Ich arbeite viel mit Freunden zusammen. Ein Schulkollege von mir, der Ansgar Ehresmann, hat es layoutet in liebevoller Kleinstarbeit. Wir haben Farbfotos reingemacht. Wir haben es wieder erweitert, vergrößert, noch vom Inhalt her. Und was das Besondere an dem Buch ist, es zeigt jetzt auch ein bisschen meinen Werdegang selber, nicht als Lebenslauf, aber mit welchen japanischen, südafrikanischen, französischen Meistern ich gearbeitet habe, für die ich übersetzt habe und von deren Wissen ich eigentlich angenommen habe und das ich dann auch in meinen Werken, in meinen Unterricht, in mein Karate und in mein Buch einfließen lassen konnte. Also ich habe durchgeschaut und ich habe es auch schon gelesen. Es ist ja ein Lexikon, Ja. also es ist wirklich sehr zu empfehlen und ganz toll gemacht und sehr gut verständlich und leicht verständlich, auch für die Anfänger. Danke Also vielmals. kann es nur empfehlen. Danke, dann freue ich mich Dank, vielmals. ja, danke schön, Schlag. Gerne.